Hallo ihr Lieben, auf ein neuer Run, neues Glück, neuer Schwierigkeitsgrad. Jawohl. Diesmal spielen wir auf der Seiten der Bösen. Jo. Deswegen habe ich auch dieses Outfit gewählt, das Bad Girl Outfit. Denn wir sind jetzt verkehrt. Evil Knievel. Wir müssen neu spielen. Ach, da kann man das auch schon mal machen. Normales? Ja. Zwei. Die so. Arena Versus haben wir auch noch einen Koop. Was ist das? Das können wir am Ende vielleicht auch nochmal zeigen. Ja, Held. Ja. Ja, 45, 65. Der Witz ist, wir waren, glaube ich, Level 17. Und dann waren wir in 25. Difficulty reingeschmissen. Und jetzt sind wir, glaube ich, 44 oder so. Ja. Ist nicht so schlimm, laut der Anzeige, aber mal schauen. Mal schauen. Ja, schön reinladen. Schön jetzt erstmal hier. Du dein, deine. Schön Master Tiger nehmen, ne? Cool. Das Gefecht möge beginnen. Hä? Die Rüstung ist so cool. Das ist die falsche. Nein. Doch, 18. Scheiße. Ja, du musst nach einer anderen, da unten. Das ist der Return to Arms Charakter, ja, genau. Wahrscheinlich. Da, 43. Okay, dann waren wir doch nicht Level 17, wir waren Level 18. Aber 7 Level Unterschied. Guck. Ja, das ist schon ein bisschen besser. Möge beginnen. Wer will der Erste sein? Aber der Helm hat sich nicht groß verändert. Naja. Gut, dass dir das aufgefallen ist. Muss ich? Sonst hätten wir ein Problem. Okay. Ja. Da hätten wir ein Problem gehabt, ja. Naja. Ich bin nämlich auch nicht er hier. Obwohl der auch schon massiv Intelligenz hat. Ich finde das halt komisch. Ja, aber warum hatte der denn schon 100 Ausdauer? Items. Du hast wahrscheinlich Stab gehabt, so von wegen. Ja, vielleicht. Da, boah, Level 75 ist Aragorn. Das ist krass. Und ich habe gerade mal mich durchs erste Level vom höchsten Schwierigkeitsgrad gequält. Oh, da ist er. Junge, okay. Er hat so einen krassen Helm. Ja. Das passt gar nicht mehr auf den Screen. Ja, es sieht voll seltsam aus. Ich finde das echt too much. Die hätten sich echt ein bisschen so zurückhalten können. So vielleicht die höchste Level-Rüstung oder so. Irgendwie. Und hättest du weiblichen Zauberstell, wäre wahrscheinlich knappe Rüstung. Ist immer bei weiblichen Zauberinnen. Ja, ich bin auch ein bisschen, ärgere ich mich auch. Hätte ich mal eine Frau gemacht. Tja. Naja. So, dann wollen wir erstmal jetzt schauen. Jetzt ist so ein bisschen Überraschung. Eure Anwesenheit sät Hoffnung in den Herzen der Götter und der Menschheit. Denn die Ebenen der Macht werden erneut belagert. Ihr müsst euer Können im Umgang mit Schwert und Lanze perfektionieren. Die werden wir nicht mehr lange wiedersehen. Schlachthörner erklangen, als unsere mutigen Ritter die Ebene des Krieges stürmten. Die Leichen unserer Feinde lagen verstreut auf dem Feld. Wir kamen dem Palast des Ralos Sek immer näher. Doch dann, als der Sieg nur noch Augenblicke entfernt war, trafen wir auf eine unbeschreibliche neue Macht. Viele starben. Unsere Armeen lösten sich auf. Werdet ihr uns mit eurem Herzen, eurer Hand und eurem Schwerte zur Seite stehen? Der Tod von Tausenden würde durch euren Sieg gerecht werden. Wenn ihr Tränke benötigt oder Pfeile für euren Köcher, könnt ihr sie von unseren Händlern erhalten, für ein geringes Entgelt. Wenn ihr alles habt, was ihr benötigt, könnt ihr durch das Portal hinter mir zur Ebene des Krieges gelangen. Tja, das ist jetzt so ein bisschen Überraschung, was sie hat. Weil neue Schwierigkeitsgrad, man weiß es halt nicht. Wir sind aufgeregt auf jeden Fall. Auf jeden Fall, die ist voller Zuversicht, ne? Ja, ihr werdet uns schon helfen und so, aber wir werden jetzt dem Bösen helfen. Das Böse? Warum gehe ich auf den Kopf? Jetzt kommt das einmal ran. Und die Waffen sind echt krass. Ah! 200. Ich glaube, die Waffen sind echt heftig. Ja. Viel besser, aber ich will mir ja noch nichts kaufen. Hm. Oh mein Gott, aber es sind zwei Hände, okay. Naja, ist ein bisschen besser als das, was wir zuletzt kaufen konnten, I guess. Rüstung habe ich tatsächlich eine bessere. Aber es ist nicht viel besser, aber trotzdem. Ist schon mal gut zu wissen. Guck mein mal, Schild, der richtig cool war, den ich richtig lange schon hatte. Ist nicht mehr so toll. Oh mein Gott, guck mal. Jetzt heißt es auch Heil-Elixier. Mit so einer goldenen Aura. Ja, besser. Oh mein Gott. Ich brauche die Ohrring. Ich muss auch mal gucken, weil... Also so einen Kraft mehr auf jeden Fall. Sachen. Boah, plus 56% Magieresistenz ist natürlich auch heftig. Ja, aber diesen einen Ohrring brauche ich. Das ist ein richtig krasser Intelligenzboost. Ja, genau. Richtig heftiger Intelligenzboost. Warum kann man eigentlich nur einen Ohrring haben? Man hat doch zwei Ohren. Ja, das ist seltsam, ne? Oder ist das quasi als Paar gedacht? Wahrscheinlich.
Nee, ist noch keine. Plus 9, Leute, lacht nicht. Ich habe jetzt für plus 9 Intelligenz 224.000 ausgegeben. Lacht nicht. Ich bereue nichts. Ja. Soll ich mir von diesen Heilelixieren welche kaufen? Ich weiß nicht. Wie viel Tränke habe ich denn noch? Ich habe eigentlich noch genug, aber ich kann so viel tragen. Also. Ich habe auch noch viel zu viele. Ja. Ich kaufe mir keinen Heilelixier. Patch. Ja, alles wieder von vorn, Leute. Part 1 quasi. Aber jetzt mal gucken, ob es Dark Souls wird oder nicht. Ja, das kennen wir schon. Das werden wir jetzt nicht lesen. Außer bei den Bösen. Da ändert sich ja was. Ja, aber hier noch nicht. Nee. Aber die erste Ebene wird schon zur Hälfte anders. Ja. Deswegen, am Ball bleiben. Und jetzt, oh, ich habe Angst. Das war damals natürlich noch gruseliger, weil wir von einem anderen Spiel kamen und ich wusste, wie es jetzt geht. Ja. Jetzt werden wir durch das Feuertor, durch die Hölle gehen. Und ihr wisst ja, welche Dame uns angesprochen hat. Um die wird es jetzt gehen. Sorry, Firione. Die dunkle Seite hat halt Kekse. Oh, die Kobolde. Weißt du noch von diesen Kobold-Winter-Dings? Ja. Fusionstränke. Mann, die sehen halt aus wie Hunde. Die sehen halt aus wie Hunde oder Wölfe oder Ghoul oder so, ne? Und nicht wie Kobolde. Ich fand das ein bisschen komisch. Ah, ich hab Angst. Ich will nicht spielen. Oh, die standen schon 3 Schläge weg, die normalen. Die normalen waren ja auch damals früher, vor 7 Level unter Dings waren. Und dann kommen irgendwann die größeren oder die Geister und Toren hinten rein. Scheiße. Das zumindest. Das Skelett ist wahrscheinlich jetzt auch useless. Und es sind keine Untote. Sag mal, gab es Untote in den ersten Bienen? Nee, ne? Auch nicht. Oh Mann. Keck. 1000 Toren. Wir haben keine Karte. So, jetzt mal eine Karte. Das sind meine eigenen. Oh Mann, wie ist das? Ich will doch nur einen roten Kreis irgendwie rum. Oh, das war aber noch ganz angenehm. Ich meine, wir hatten mehr Probleme damals gehabt, richtig? Ich glaube auch. Cool. Leute, kein Dark Souls. Naja, das ist die erste Ebene, wenn man so ein bisschen gechillter, wie sie auch sein sollte. Das ist halt die erste Welt. Die erste Welt war halt die schwerste, ne? Bei unserem letzten Run. Oh, jetzt geht's los. Mit Feuer. Willkommen ja. In der Ebene des Krieges, Held der Firinavi. Welche Reichtümer bietet die Dienerin Tolaris für solch blinden Gehorsam? Welche Macht erlangt ihr dadurch? Keine. Ihr seid nur ein Bauer auf dem Schachbrett des Krieges. Eine Marionette. Vielleicht gibt es ein, sagen wir, profitableres Angebot. Hört zu, mutiger Streiter. Entsagt dem Eid, den ihr diesem aufgeblasenen Weib geschworen habt. Richtig Witzfight. Und schließt euch den Armeen des Bösen an. Gemeinsam werden wir den Prinzen des Hasses wiedererwecken und die Welt beherrschen. Die Gnade des Prinzen des Hasses ruht auf jenen, die seine Stärke und seine Weisheit teilen. Ihr werdet für eure Dienste stattlich belohnt werden. Ihr seid wirklich mutig, eure Meisterin im Stich zu lassen, um uns zu helfen. Ihr seid sehr mächtig. Ausgezeichnet! Wartet in seiner Festung auf euch. Bringt dieses Artefakt sofort zu ihm. Ich werde den Vorhof zugänglich machen. Das Spiel will irgendwie nicht, dass man böse ist. Ne? Diese 1000 Fragen. Ist echt so. Oh, ich hab's mir anders überlegt. Ich will Firiona nicht verraten. Oh. Jetzt müssen wir ihn nur wiederbeleben, Leute. Der Endboss vom ersten Tag. Ja, und jetzt. Wenn man sich jetzt wegfährt, ist Firiona und ich bin da jetzt im Fall der Ebene der Furcht, wo Sazek Tool im letzten Part war, der Endboss der guten Story. Und da ist jetzt Natasha und jetzt können wir ihr die Sachen mal verkaufen. Das ist halt jetzt schon immer ein bisschen anders. Bedeutet, wie kommt man jetzt eigentlich in die Ebene der Luft? Ihr könnt euch das wahrscheinlich vorstellen, wann die Ebene der Luft kommt. Ich denke, ihr könnt es euch vorstellen. Ihr seid halt cool. Boah, ey, die sind so hardcore. Der Witz ist, es ist nicht ein bisschen komisch, dass sie nicht in Ebene der Luft ist, Natasla? Erinnerst du dich bei Champions of North, wo Natasla war? Nee. In Ebene der Luft. Da musste man diese Seelen
Erstmal hier und dann war man immer wieder neben der Luft. So, was ist passiert? Ich habe eine Bombe angezündet. Oh Mann, warum machst du so eine Scheiße, ey? Jetzt hätten dich die Hunde da angreifen sollen. Ja, eigentlich wäre es geil gewesen, aber ich musste es mir einfach erlauben, ey. Witzig. Oh mein Gott. Vor allem, als ob ich das merke, wenn ich im Redefluss bin. Oh das sind alles meine, ey. Jetzt. Nee, die sind, glaube ich, noch... Ja, nee. Das ist ja richtig bescheuert. Nein. Warum greifen die schon so, dich an? Oh, endlich hast du sie umgebracht, ey. Endlich. Oh. Mann, oh, das ist voll gemein. Geil, ey. Das ist voll gemein, oder? Oh, das ist witzig. Mann. Das vergeht man nicht mit dem Girl. Das hat mir jetzt Freude bereitet. Oh, Mann. Ich hoffe, ja, ich werde mich rächen, Leute. Oh. Ich werde aber nichts sagen. Ich werde ihn genauso heimtückisch töten. Ich werde in der Tatze direkt so, ja, boah. Selbst wenn es in der Ebene der Neuerungen erst ist. Da gibt es nicht genug Bomben. Ja, das stimmt. Oh, ne, da kriege ich schon Bammel, wenn ich nur dran denke. Ich habe auch keinen Bock. Aber ich glaube, es wird diesmal ein bisschen angenehmer. Aber der Impuls ist so scheiße. Ja, es wird diesmal ein bisschen angenehmer. Trotzdem weil ich wenigstens irgendwas machen kann gegen die. Deine Feuerkacke ist auch der Berufsliste an. Ja, und auch die Feuerwaffen, die ich geskillt habe jetzt. Ja, ey. Was ist das denn für einer? Den gab's aber vorher nicht, oder? Den Wiederbeleber doch. Echt? Doch, doch. Auf jeden Fall ist er jetzt bei uns. Macht's immer da. Cooler Typ. Wäre cool, wenn der die ich jetzt bekehrt habe, in Anführungsstrichen, wenn der die auf dem wiederbeleben könnte, jetzt immer wieder. Cool, alle gestunt. Cute. Oh, weißt du, was mich jetzt schon anguckt? Was denn? Wenn ich die nächste Fähigkeit geskillt habe. Du weißt nicht, was du skillen sollst? Ich auch nicht. Ich habe ja nur Rekonstruktion. Ja, dann kann ich ja noch irgendwie andere Waffen skillen, damit ich dann halt wieder bei den. Oder machst du wirklich die Wurzel? Ja. Und zeigst den Leuten nochmal den Strahl des Zaubers, wie der aussieht, wenn er Level 1 ist. Ja. Das kannst du noch sehen, Mann. Muss ich ja dann eh dann vorbei skillen. Eben. Dann. I mean, Punkte sind eh irrelevant. Hauptsache, du hast Nahkampf und Frostaktion, mehr brauchst du ja nicht. Was super dumm ist, weil du Magier bist. Aber hey, Nahkampf und Frostaktion. Ja, ich mache ja jetzt schon mehr Schaden im Nahkampf, als meine Zauber machen. Du Arsch, das ist scheiß Rüstung, Maxi. Ich kann ihn gar nicht töten, ich glaube, selbst wenn ich direkt daneben stehe... Boah, okay, es wird aber knapp. Es ist ganz schön krass. Also töten kann ich ihn nicht, also, weil die Rüstung einfach ein dummer Cheat ist. Fuck it. Ja, fuck my life, fuck my life. Boah. Fuck. Mann, diese Rüstung. Ich komm eh bald an den Punkt, wo... Du tankst mir jetzt eh. Tja, schon gut. Ja, also sollte ich nicht mehr nach vorne. Naja, wenn ich... Du machst ja nur vorne Schaden. Ich kann auch supporten und die Gegner stunnen und... Die Leiche, um die Leiche mich kümmern. Leichenmanagement. Ja, genau. Ja, ey, du musst schön nach vorne, ey. Du dealst ja noch eindeutig mehr Damage als ich zum Nahkampf. Ja, aber ich bin voll squishy. Ja, in dem Moment Double Crit. Ja, ich glaube, ich deal ein bisschen mehr Damage mit Double Crit. Ja, ich hab den fetten. Mann, ist der dick, Mann. Ich. Das ist ein süßes Lager. Ja, die Rache ist mein! Die Rache ist mein! Das kriegst du zurück. Das ist komischer, wir sind solche dumme Spielkinder. Nutzloser Spruch mit diesem was ist das für ein Lager und so. Und ich so, hä, was Lager? Es hat funktioniert. Ich bin das Lost Girl on Earth. So, jetzt habe ich meine Rache bekommen. Elfo Klos ist vor allen Dingen, ich war so schlau, ich habe extra gesagt, ja, eine Ebene der Neuerung räche ich mich dann. So, dass er jetzt nicht dran denkt. Und es hat funktioniert. Es hat alles funktioniert. Oh mein Gott. 200 IQ manchmal. Klasse. Nur bei den Seelen hatte ich nicht 200 IQ. Nur zu dem Verstand. Du brauchst nicht nur Verstand, du brauchst einfach godlike Skills. Oder wir stellen uns Anfänger. Also wir spielen auf Anfänger und mit diesen Charakteren und dann geht es vielleicht. Ja, das ist echt der Trick. Bescheuert ist das. Aber dann kriegst du halt auch nur das Anfänger-Level-Schwert. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Meinst du, Tim hatte das mit nur 12.000 Schaden auf Legende? Das wäre echt sick. Wenn aber wahr ist, geht's. Naja, wobei mit den Seelen.
Seelen. Ja, was heißt mit den Seelen? Du bist ja als Barbar, hast du ja massiv auf Ausdauer geskillt. Trotzdem sind die voll heftig. Du hast keine Skills. Ich brauche Dings, ey. Ich brauche einfach einen geilen Stab. Den will ich haben. Mein Mann als Papa. Was mich ärgert genau ist, wenn ich erst an dem Punkt bin, wo, wo ich die Feuerwaffen dann auch benutzen kann. Momentan kann ich sie ja noch nicht benutzen. Weil meinst du, dem bringt das denn nicht viel? Doch, doch, auf jeden Fall. Es ist ja noch auf Level 7 und macht jetzt schon 70 Schaden extra. Der Witz ist, was passiert, wenn ich ein Blitzskelett habe? Kriege ich jetzt auch eine Feuertribut? Was passiert, genau, wenn ich irgendwer eine Waffe habe, die noch nicht voll equipped hat? Dann hilft es mir ja auch. Ja, genau, richtig. Deswegen, also es ist für also die Zukunft schon sinnvoll. Momentan noch nicht so massiv. Weil, nee, aber es könnte ein gutes Investment sein. Ich habe ja jetzt nur eine kleine Aura. Du müsstest also genau neben mir stehen. Gut, vor einem Kampf könnte man sich absprechen. Hier, komm mal her und dann... Aber gut, ich bin ja eh... Ja. Hier kommen die Geister, aufpassen. Wait, Geister? Ja. Nicht bekehrt, weil ich Pech hab. Mann, warum ich Pech? Ich hab das maximal gelevelt für mein Geld zurück. Verdammte Scheiße. Die halten nicht viel aus, aber ich glaube, die können einen zerstören. Die haben ja diesen useless Skill, den ich nicht gelevelt hab. Schon wieder nicht bekehrt. Ich schwöre bei Gott, mit den Kleriker hatte ich immer mehr Glück. Vielleicht geht es noch nicht. Doch, doch. Also es geht schon, aber vielleicht geht es bei denen nicht so gut, weil die High Level sind oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Nee. Oh oh. Keine Rüstung. Boah, wie viel Schaden. Da, guck. Random Glück gehabt. Das ist einfach random. Boah, ich bin übrigens fast gestorben, denn die haben richtig viel Schaden. Die sehen aus wie Sauron. Ich bin auch fast gestorben. Schaut mich rein. Nein! Ja! Oh, Schattenschritt, Edgepad! Los, geht! Aber die können sich vielleicht gegen uns wenden. Lass die mal schwächen. Lass die einfach ein bisschen angreifen. Weil der Gnome zerstört die dann. Er ist einfach verschwunden. Er ist einfach verschwunden. Spawn direkt hinter mir. Aber er hat nur einen Hit oder so gebraucht. Das ist cool, aber wir kehren. Die sind dann so geschwächt, dass sie einfach überhaupt kein Challenge mehr sind. Er hat's gesehen. Ich bin schon verspielt. Ich fühle mich wie ein 17-Jähriger, das wisst ihr, aber ich habe meine Rache bekommen. Ich will es nicht herausfinden. Ich mach das nicht mehr. Oder vielleicht doch? Also was ich eigentlich die ganze Zeit sagen wollte, kann der mal aufhören, immer hinter mir zu stehen. Wenn ich erst so weit bin, dass ich das einsetzen kann. Das geht halt nur 11 Sekunden, nee, 13 Sekunden inzwischen. Und ich glaube, auf Max-Level geht es trotzdem immer noch nur so 20 Sekunden. Ja, das ist wie Flammenbeschwörung bei Guildross. Ja, und wie meine Dingsrüstung, wie meine Frostrüstung. Das heißt, ich muss das beides permanent aufrechtzuerhalten. Nee, ja. Frostrüstung ist wichtiger, sonst vom Kampf krassen und dann Frostrüstung auf Schnellkommand. Ja, aber das Problem, was ich damit habe, ist, dass ich dann drei Spells habe, die ich regelmäßig casten muss. Ja, musst ein bisschen nachdenken. Magier, Intelligenz und so. Ja, das ist ja an sich auch kein Problem, dass ich da drauf aufpasse. Ich muss es nur dann wieder mit diesem Dings machen. Ja, mach die doch einfach rechts, links, oben und nicht schräg. Ja. Nee, das sowieso nicht. Genau. Aber allein das überhaupt mit dem Dings auswählen zu müssen, ist schon super nervig. Hab ich doch auch, aber nur ein Skelett und Armee aussehen und bekehren. Ja, das ist halt was anderes. Das musst du ja im Kampf nicht benutzen unbedingt. Das ist halt das Problem. Ist natürlich machbar, aber es ist nicht unbedingt einfach. Das ist so schlecht, ne? Ich meine, an irgendeinem Punkt, ob wir den noch erreichen, weiß ich halt nicht. Aber irgendwann bringt es halt auch nichts mehr, diese Kugeln zu benutzen. Weil die halt zu wenig Schaden haben. Doch, mir ist aufgefallen, wir stunnen den Gegner manchmal, hitstern. Ja, okay, dann ist Feuerscheiß. Ist heftig gegen nervige, stärkere, normale Gegner. Ja, gegen Bosse geht das nämlich nicht. Und wenn du so in Massen stehst, dann dass du nicht überwältigt. Ja, klar. Deswegen, das ist wie so ein Schutzschild. Ja, stimmt. They will protect you. Diese Katapulte, ey. Ich habe mit Katapulten damit diesmal gar nichts zu tun. Das war nur bei Firione. Ich bin auf der Seite der Guten mit den Katapulten. Ja. By the way, wo ist jetzt die Höllentür? Wo ist die denn? Nach oben. Was mein?
Und dann rechts, oben rechts, da waren wir halt noch nicht. Das ist der einzige Ort, wo wir noch nicht waren. Toll. Halt, ich nehme ein paar Münzen mit. So. 76. Aber die Flammenwaffe macht schon massiv Unterschied. Oh, das war ein Böser. Nee, das war nur deiner, der wieder normal geworden ist. Oh nee. Oh, guck mal hier, meine Hundis. Hundestaffel. Let's go. Genau, hier müssen wir jetzt hin, ne? Richtig. Guck mal, dieses Unglücksraben, ey. Alles voller Raben. Ja. Naja, gut. Schlachtfeld überall. Kennst du noch den Raben namens Jakob? Hä, vom Butzer? Achso, ja. Dann hat er sich auf seinen Kopf, hat er auch immer gesagt, hat er sich auf meinen Kopf gesetzt und dann die ganze Zeit gekickt. Ja, irgendwie, das war Butzer, ne? Der da irgendwas. Ja, 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 boah, genau. Aber okay, für so eine Massenfight ist das einfach so heftig. Ja, vor allen Dingen, die sind sofort weg und dann kannst du wieder. Aber ja. Deswegen. It was a good time. But it will end now. Guck mal, das ist voll versteckt, die Tür. Halt. Hier ist nochmal eine Tür. Voll versteckt. Ich glaube, wir finden jetzt echt erstmal keine Statuen. Ich muss erstmal gucken, naja, was wir so eingesammelt haben. Vielleicht ist da was. Noch Tundra. Boah, was hast du für eine krasse Mana-Flasche gefunden? Ja, ich habe schon so eine große gefunden. Oh, ich auch. Großes Mana-Elixier. Was ist das für ein Oh, nehme ich. Gesundheitsbonus. Nehme ich, nehme ich, nehme ich, nehme ich. Nee. Irgendwie findet man gar nicht so gute Sachen, ne? Guck mal. Und zwar kommt das auf den Helm drauf. Und zwar kommt der andere Scheiß, nämlich dieser Müll hier, den ich eigentlich. Ach nee, es geht nicht. Das kann man nur auf eine Waffe machen, das ist doch richtig dumm. Hä, nee, das ist doch geil. Bezahlen? Es wäre natürlich geiler. Nee, ich habe auch keinen Platz auf meiner Waffe. Und nee, wenn ich so weit bin, brauche ich ja den Platz auf der Waffe selbst. Naja. Ja, wollen wir. Ich glaube, hier kann man einen Cut machen. Ja, erstmal verkaufen. Oh, ups. Ich wollte. Kleinen Teaser. Deswegen. Guck mal, das ist das Kolosseum wieder aus dem ersten Teil, wo der Dinosaurier drin war. Ja, aber hier ist es sogar noch geiler, ey. Also, ja, wir gehen nicht mehr rein? Genau. Ach, Quatsch, doch. Klar. Doch, wir gehen nur bei Ende, Böse. Ne? Wir haben das Kolosseum und wir haben noch was anderes, was auch saugeil ist. Weil die Dinosaurier Teil kommen nicht wieder zurück. Kleiner Spoiler. Für die, die sich jetzt auf die Dinosaurier freuen. Hä, wir sind doch wieder hier. Was für Dinosaurier? Aus dem ersten Teil. Der im Kolosseum, der Boss. Ach da, das vergesse ich immer. Seid willkommen. Firiona, wenn du wüsstest. Sorry. Ja, sie richtig so. Oh, seid willkommen. Ihr werdet mich bestimmt retten. Top 10 Anwitcher jetzt. Voll der Verrat. Ist echt so. Das ist echt hart. Du hast einen Zweihänder, wollte gerade sagen. Was ist das für eine krasse Waffe? Zweihänder. Okay. Noch irgendwas Schönes? Hm. Okay. Die können weg. Handschuhe brauche ich bessere, ne? Ne, 150. Eine Hose brauche ich eine bessere. Ja. Nee, Stiefel sind das. Oh, meine Stiefel sind richtig schlecht. Mal gucken, ob die bessere hat. Ich guck mal kurz, ob die bessere Stiefel hat. Letzte Chance, bei Firiona wie einzukaufen wahrscheinlich. Ja, die sind viel besser, die kaufe ich. Ripperino und Pepperino. Ist mir jetzt egal, das wird ein krasser Boost. Kann Verschwendung sein, kann ruckzuck was Besseres finden. Leute, die Stiefel sind echt abgrundtief schlecht, die ich habe. Cool. Ja. Ich denke, plus 43 hat sich gelohnt. 38 Stärke. Oh mein Gott, das sind genau deine Stärke. Und was haben meine Ohrringe? Ich glaube, die sind noch auf. Boah, das ist ein plus 39 Intelligenzring. Ich glaube, den kaufe ich. Plus 9 Stärke. Schon ja, den muss ich kaufen. Scheiße, ich bin gleich pleite. Oh Gott. Du hast mehr Geld als ich. Ja, ich habe gerade. Ich habe aber gerade auch einen teuren Ohrring gekauft. Weil, ich habe mehr als nur einen Ohrring gekauft. Nämlich auf die Stiefel. Plus 43. Du hast echt doppelt so viel Geld jetzt wie ich. 9 Stärke. Egal. Was sagt die? Gut, du grabst ja auch immer die Sachen, ne? Ich nicht. Hä, ja, aber das hat gar nicht so viel gebracht, wie ich dachte. Ich hätte gedacht, das macht mehr Schaden plus. Das ist mehr Damage als ich, probably. Ja, definitiv. Ja. Ja. Aber ich bin halt auch nicht göttlich. Guck mal, die Intelligenz. Ich habe fast 300 IQ, wie du früher. Ja. Heftig, ey. Ja, du brauchst Scheiße vielleicht auch so einen Stab mit göttlich. Der wird gematcht. Ja, das wäre so heftig.
Das wäre richtig heftig. Gibt es ja. Ja, oder klar. Du musst das Ding drauf. Ich habe ja sogar noch so eine Stab Waiting Room. Wird er jemals einen Stab bekommen? Beendetes Spiel. Überschreiben. Ja, nice. Cute. Gut, dann. Gut. Leute, dann war es euch der erste Part der bösen Seite gefallen hat. Ja. Falls nicht. Du siehst schon so aus, als würdest du böse sein, ey. Mit deinem Charakter. Ja. Ich habe wenigstens meine Rache bekommen. Ja. Na gut. Okay. Dann. Stay awesome, eure Ziel. Ciao. Tschö. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!